Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emu Tarkov. Wir starten unschwer zu erkennen auf Customs jetzt wieder durch und haben auch wieder einen Scaverino am Stessel. Und mein Ziel lautet, ich will auf jeden Fall zur Old Gas Station, denn auf diesem Tisch von dieser Old Gas Station, da spawnt Random Loot und da kann auch richtig, richtig geiler Loot auf dem Tisch sein. Und ich habe auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen gecheckt, was ich brauche, damit ich mit diesen Schlüsseln rumlaufen kann. Das ist nämlich das sogenannte Key-Tool. Das hätte ich gerne. Alternativ würde auch das Documents-Case gehen. Aber Key-Tool klingt auf jeden Fall für den Anfang richtig nice. Ich habe nur so eine ungefähre Ahnung, wo ich gespawnt bin. Und glaube nämlich wieder, dass ich da im Osten in der Richtung bin. Wenn ich genauer bin, da irgendwo gespawnt. Kann das? Oder da gespawnt? Ja, ich laufe einfach mal. Wir werden es ja gleich erfahren. Und was ich auf jeden Fall mal nicht machen werde, ich glaube, das triggert nämlich die ganzen Scavs, die hier rumlaufen. Wenn ich jemanden sehe von denen, dann gucke ich die einfach so an und zielt man nicht auf die, weil ich glaube, sobald man auf die zielt, sind die so ein bisschen pisst und versuchen einen hops zu nehmen. Und das finde ich nicht nett von denen. Ach so, ja, warte mal, wir können uns ja erstmal noch angucken, mit was für einem Setup wir hier rumlaufen. Ja, es ist nicht so verkehrt. Eine PPSH. Velohelm, ne? Na, Armor Class 3, also nicht das Geilste vom Geilsten. Aber auf jeden Fall ordentlich Schuss, das heißt, wir können ein bisschen was machen. Ja, okay, das hätte ich mir sparen können, dass das Ding nämlich voll ist, war jetzt eigentlich klar. So, keine Ahnung, ob der auf mich geschossen hat, ich will es auch gar nicht wissen. Ja, können wir gar nicht mitnehmen. Weil wir haben keinen Platz dafür. Achso, was ich noch gelernt habe. Ihr seht ja, jetzt fummel ich hier gerade rum, weil normalerweise ist das ja Saft, den können wir ja nehmen. Man hat eigentlich einen ganz geilen Indikator dafür, ob ein Item mitnehmbar ist oder nicht. Wenn da nämlich einfach ein weißer Punkt in der Mitte ist. Ich zeige euch das jetzt nochmal bei der Box. Da, na. Oder funktioniert das nur bei Sachen, die auf dem Boden sind? Keine Ahnung, ist egal, wir laufen jetzt erstmal weiter. Wir laufen mal in die Richtung. Da gibt es nämlich Trains. Und die Trains sind auf jeden Fall schon mal ein guter Ankerpunkt, wenn wir zu diesem Teil wollen. Okay. Das sind auf jeden Fall alles Kisten. Da kann ich nichts mitmachen. Okay, warte mal, lass ich mal eben den Busch suchen. Kann ich mich hier nämlich drin halbwegs verstecken. So, da haben wir Züge. Das heißt, wir sind, glaube ich, da oben. Wenn wir zur Old Gas Station wollen, müssen wir eigentlich den Zügen jetzt folgen. Das da ist die Road to Military Base, ist auch ein Exit. Ja, aber da wollen wir nicht hin. Ja, dann lass uns mal an diesem Ding lang gehen. Da wird allerdings hier rumgeballert, deswegen gehen wir mal lieber hier lang. Gut, links von uns ist jetzt auch nicht gerade geil, aber... Ja, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, oder? Oder ist das normal mit dem Zaun da? Kann ich da jetzt durch? Wenn ich da durch kann, bin ich doch richtig. Okay, cool. Ich kann durch. Also bin ich nicht so verkehrt, wie ich gerade gedacht habe.
eigentlich darüber. Glaube ich, zur Gas Station. Warte mal, ist da nicht in die Richtung dieses Minenfeld letztes Mal gewesen? Okay, das hier ist auf jeden Fall die Train Bridge. Scheiße, wir müssen der Train Bridge folgen. Wir müssen dahin. Da an der Tanke, da ist auf jeden Fall Action. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt ungern hin. Aber wir kommen hier halt nirgendwo weiter. Warte mal. Lass mal gucken, da ist die Train Bridge. Da konnten wir jetzt nicht lang. Okay. Ach, das hier ist die Gas Station. Ja, ich sehe schon. Ich weiß gerade nicht, ob die auf mich schießen, aber ich glaube nicht. Das kommt ja vom Hinternzaun, als ob die mich von da aus treffen. Okay, ich muss halt irgendwo mal hier durch, langsam. Mal eben kurz in Deckung bleiben. Ja, das ist eine sehr gute Deckung, die ich hier habe. Da vorne müsste auf jeden Fall irgendwo gleich eine Öffnung sein, wo ich durch kann. Und dann sind wir am Pit. Okay, wenigstens haben wir eine automatische Waffe. Ah ja. Okay, wir sind durch das Ding durch und da kommen wir nicht durch, ja. Ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Scheiße, Mann. Das ist ein langer Weg zur Gas Station, Mann. Aber wir können ja dann hier einfach schon mal ein bisschen looten. Eventuell hat er mitbekommen, dass ich hier hochgekommen bin. Aber nur eventuell. Die kann ich gut gebrauchen. Das Ding kann ich halt auch sehr gut gebrauchen. Nee, das war ich, der das Ding zugemacht hat. Bisschen Schutz wenigstens. Ja, bleib doch mal geschmeidig, Kollege. So. Gönnen sich da auf jeden Fall Party. Und du schießt mich ganz bestimmt nicht von hinten einfach kaputt. Okay. Gut, soweit, so gut. Jetzt habe ich nur leider ein bisschen die Orientierung verloren.
könnten jetzt hier an dem Teil sein. Ja, ich glaube schon. Wenn das so ist, dann müssen wir quer übers Feld und dann links. Die Trains, ne? So. Das könnte das... Ist das das Warehouse? Kann das sein? Nee, aber ich glaube eher, wir sind da. Auf die Gas Station. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum die uns immer kaputt geschossen haben. Beziehungsweise von wo, diese kleinen Pisser. Ne, hier war kein Dingens. Ein Teil zum Looten. So. Jetzt müssen wir uns hier mal langsam annähern. Was sehr gut funktioniert, weil wir voll beladen sind. Wir können auf jeden Fall da vorne auch raus. Ich habe halt gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass jeder, der hier ist, auf uns schießen würde. Okay, da ist auf jeden Fall keiner drin gewesen. So, und das ist der angesprochene Tisch. Wo eigentlich geiler Loot spawnen soll. Cool. Und hier halt man nichts. Vielleicht da drunter? Ne, ne, es soll schon auf dem Tisch eigentlich alles sein immer. Also hier ist auf jeden Fall keiner extracted. Ja, das bringt uns... Ja, es bringt uns halt ein bisschen was, ne? Wir haben auf jeden Fall eine Batterie. Holz und Screwnuts. Ja, aber es wäre ja ein bisschen langweilig, oder? Hm. Wir können ja mal erstmal hier noch ein bisschen chillen. Vielleicht findet sich ja noch irgendein dusseliger PMC, der hier lang will und extracten will. Warten wir mal erstmal noch ein bisschen. Das ist aber, glaube ich, schon für die, oder? Hm. Warte mal, wo könnte ich denn alternativ von hier aus in der Nähe noch was Cooles abgreifen?
Na gut, da ist natürlich das Wooden Stash. Genau, da ist noch ein Medical Bag. Was heißt das denn? Ach so. Ach, da kannst du wahrscheinlich Schüssel abfüllen oder so. Ja. Also da wäre auf jeden Fall noch ein Hidden Stash und ein Medical Bag. Komm, das machen wir noch. Hier. Okay, so ein Painkiller. Und hier haben wir noch das Secret Stash. Das ist aber auch nicht so geil, wa? Sich das jetzt gelohnt hat? Dafür nochmal alles zu riskieren? Es wäre halt schon cool, wenn hier ein Dingens hinkommen würde. Ein PMC, der komplett voll ist, richtig geilen Shit dabei hat. Er hier raus will und wir ihn dann einfach hops nehmen. Aber sieht halt irgendwie nicht so aus, ne? Okay, wir hatten das, glaube ich, das erste Mal in einem Raid überhaupt gar keinen Gunfight bisher. Also wenn ich jetzt extracten würde, wäre es halt wirklich ein Raid komplett ohne Gunfight. Na, ich meine, gut, wir haben halt schon eine Batterie, ne? Die wäre halt vielleicht schon nicht so dumm zu saven. Hat man jetzt mal noch 2 Minuten. Gucken wir mal eben rein. Ja, weil es ist halt auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Ach, wahrscheinlich ist auch deswegen dann kein Loot mehr hier, weil es schon gelootet wurde. Das kann natürlich sehr gut sein, dass genau deswegen hier schon gar nichts mehr ist. Weil es halt schon gelootet wurde, die Scheiße. Ich würde sagen, wir warten mal jetzt noch 2 Minütchen. Und ansonsten gehen wir raus. Also raus aus dem Raid. Aber die können ja im Prinzip nur von der Straße da kommen. Beziehungsweise von da. Aber da kommt halt nichts. Keiner hat Bock hier zu extracten. Yeah.
Eine Minute chillen wir jetzt mal noch. Ich bin echt wirklich schon ein bisschen geil drauf, dass hier echt ein BMC langkommt, der richtig geilen Gear hat. Und wir im eiskalt noch die Tour versauen. Aber ich glaube, da würde sich jetzt in der nächsten Zeit nichts tun. Naja, jetzt haben wir eigentlich schon die 2 Minuten um, ne? Naja, kommt, wir gehen raus. War ein bisschen langweilig. Aber die schießt nicht schlecht. Nur halt nicht so geil geradeaus. Naja, dann haben wir wenigstens ein bisschen was fürs Hideout gemacht. Dann ist das halt nicht ganz so belastend. So, wir sehen halt keine XP. Ist ja klar, no kills. Ist halt auch klar, wenn man halt nichts sieht, ne? Ich habe sowieso mal hier so ein bisschen rumgefummelt im Dingens. Deswegen ist das etwas leerer als sonst. Ja. Gut, Leute. Ich werde den Typ hier jetzt leer machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge vor allen Dingen, ja. Dann würde ich sagen, in den nächsten Folgen. Ja, gut, bis dahin haut auf jeden Fall rein. Cheerio!